Hellas und willkommen zurück zum PBM 172. Hier spricht der griechische Captain und in dieser Runde, Runde 26, geht's weiter mit unserem kriegerischen Spiel. Ja, und als allererstes schauen wir mal auf unsere Punkte. Ich habe 4 Punkte dazu bekommen und liege damit jetzt auf Platz 1 weiterhin. Und die 4 Punkte habe ich bekommen, weil ich das Rad bekommen habe als Fortschritt hier. Technologischen Fortschritt. Und wir machen weiter natürlich mit Fallenstellen, um dann weitergehen zu können auf die Reiterei. Dort haben wir unsere schöne große Begleitkavallerie, die die Stärke 14 hat und besonders mobil ist. Und damit werden dann auch die entsprechenden Fernkämpfer, die er hat, kein Problem mehr sein. Stärke 14, wunderbar. Und Züge 5. Besonders gute, starke Pferdeeinheit. Ja, und wer hat noch was an Punkten dazu bekommen? Q Aladdin. Er hat jetzt endlich Ehre 1 bekommen. Wo haben wir ihn? Diplomatieübersicht. Ehre 1 hat er bekommen. Ja, und mit Ehre 1, und jetzt gucken wir gerade mal aufs Geld. 123 plus 1, da hat sich nichts geändert. Bei Polen hat sich ein bisschen was geändert. Von 1 Gold hat er jetzt 17 Gold. Offensichtlich hat er noch irgendwo einen Stadtstaat gefunden, da er diese Stadtstaaten schon kannte. Und ich glaube, den kannte er auch schon. Wird er wohl noch einen weiteren Stadtstaat gefunden haben. Entweder eine Einheit hier hinten schon, das wäre aber ein bisschen schnell. Oder aber hier hinten sind noch weitere Stadtstaaten irgendwo. Werden wir dann herausfinden. Jo, ansonsten hat sich nicht wirklich viel getan. The Q hat noch Bronzeverarbeitung. The Q hat noch Bronzeverarbeitung bekommen und das war's dann auch schon. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum durch die Gegend hier. Erstmal hier bei Quebec. Okay. Gut, und jetzt zählen wir nochmal ab. Ich konnte auf dieser Weise Jerusalem erpressen. Wir machen nochmal Tribut fordern und sehen, da unten steht's 75 militärische Stärke gesamt, weil ich Erster bin. Und plus 75 Militär in der Nähe von Stadtstaaten. Damit ist dann diese Einheit gemeint. Jetzt zählen wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Felder sind es offensichtlich. Also im Radius von 9 Feldern muss Militär stehen. Das ist besonders cool, wenn dann später mal hier Militär steht. Dann zählt das immer für Jerusalem. Ja, dann zählen wir mal oben bei Ile Ife ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, das heißt, so zählt das hier mit den 9. Und, machen wir mal gleich Tribut fordern, weil der Krieger zählt ja rein. Der Krieger bringt aber nur 25 Militärwert und dementsprechend fehlt mir immer noch ein bisschen was. Sorgen wir mal dafür, dass das ausgeglichen ist. Unser netter Hoplit wird jetzt mal einfach loslegen. Ein Feld. Und jetzt wisst ihr auch, warum es dann auch genau 9 Felder sind. Weil wenn ich jetzt hier drüber gehe, ist immer noch das gleiche. Hat er nicht gezählt. Und jetzt den noch hier vor in den Wald ziehen. Ah, und jetzt sehe ich auch, wer sich da vorbeischleichen wollte. Da sind seine berittenen Bogenschützen. Und jetzt hier, pass auf, Tribut fordern. Und jetzt sind es 25 plus 75. Ja, damit können wir jetzt Tribut fordern. Und damit haben wir 214 Gold. Ich glaube, es waren ungefähr 10 Runden oder was, bis die mir verziehen haben. Und dann kann ich sie nochmal erpressen. Ja, und dann das wollen wir dann natürlich auch machen in 10 Runden. Damit wir von dem Geld uns auch gleich noch ein Reiterchen kaufen können. Der ist nämlich etwas langsamer im Bau als die anderen Einheiten. So, was machen wir jetzt aber hier mit denen hier? So, jetzt gucken wir erstmal. Also, wenn ich hier nichts hinstelle, wenn ich da nichts hinstelle, dann kann er einfach 1, 2, 3 machen. Den, ja gut, dann ziehen wir die erstmal hier rüber. So, der soll nämlich jetzt hier dann die, hier das Weidefeld machen, um die Schafe zu verbessern. Okay, deswegen trotzdem 2, 3, 4. Gehen wir trotzdem auf die Wiese, auf die Weide. Würde die mir blockieren und gleichzeitig würde er
nächste Runde wahrscheinlich auch plätten. Also müssen wir ein bisschen, müssen wir ihn ein bisschen beengen. Zone Control ausnutzen. Hierum kann er ja schon mal nicht mehr abhauen. Weil da ist ja der Hoplite. Er kann mit dem eigentlich nur noch 1, 2, 3 machen. Oder dahin. Oder da kann er auch hin, meinetwegen. So, kann mit der abhauen. Und mit dem kann er natürlich hintenrum hier abhauen. 1, 2, 3. Ja gut. Oder 1, 2, 3. Alles, beide hier oben sind. Ja. Also, sorgen wir dafür. Der Krieger. Der Krieger kommt jetzt hier direkt daneben. So. Damit sind schon mal die unmittelbaren Passierwege blockiert. Und jetzt setzen wir noch unseren Bogenschützen dahinter. Und unseren General setzen wir auch dahinter. So. So sieht's gut aus. Und das Geniale ist einfach, dass ich ja eigentlich sogar hoffe, dass er mich irgendwie angreift. Weil egal, wie er mich angreifen tut, er wird auf jeden Fall ziemlich stark beeinträchtigt werden. Ganz klar. Er kann mich mit zwei Sachen angreifen. Er kann beide hier hinstellen oder so lassen und dann angreifen. Er wird höchstwahrscheinlich sicherlich den Krieger angreifen, weil da macht er mehr Schaden. Auch wenn es nicht viel ist. So 25 Schaden oder so. Und er kann eigentlich dann nur von diesen drei Feldern angreifen. Und damit ist er in der Zwickmühle. Denn egal wo er da steht, ich kann garantiert mit drei Einheiten angreifen. Beziehungsweise mit zwei starken, guten Einheiten und einer dritten Einheit vielleicht auch noch. Mal gucken. Das liegt jetzt ganz bei ihm. So, jetzt gucken wir noch einmal schnell auf die Demografie. Bevölkerungsmäßig, es hat sich nichts verändert. The Q baut immer noch seinen Siedler, mit dem er wohl auch bald loslegen will. Und, ja. Ist wirklich nichts sonst passiert. Also, das wär's dann auch schon wieder. Und ja, damit gehen wir ab in Runde 27. Hellas!